Suchfeld. Bearbeiten. iPhone durchsuchen. Jetzt müssen Sie sehen, auch was Bild meines iPhones da ist. Sieht man ja. Ja. Warum ist das jetzt bedienbar auf einmal für Blinde? Es ist so, dass man einfach einige Gesten geändert hat und somit alles erschlagen. Die Hauptgeste, die geändert wurde, ist, wenn Sie ein Element berühren, normalerweise reagiert iPhone sofort mit der Funktionalität dieses Punktes am Bildschirm. Entweder ruft er eine App auf oder führt irgendwelche Funktionalität aus. Das wurde jetzt geändert. Der Screenreader für iPhone, wenn man den einschaltet, ändert diese Geste und die wird umbenannt in App-Umschalter schließen. Ah ja, dann können wir auch schließen. Die wird umbenannt in fokussiere die berührte Stelle und sage an. Leere Liste. Schauen wir mal. Leere Liste. Privat. So, Infos Ordner. Das ist die erste Seite meines iPhones. Wenn ich da irgendwo berühre. Ariadne GPS. Ah, Sie hören den Namen der App, aber sie wird nicht aktiviert. So könnte ich einmal jetzt durchgehen, den ganzen Bildschirm. Mit der Geste nach rechts oder nach links? App Store. Das Erinnerungen. Nächster wird einfach fokussiert. Ordner. 35%. Infos Ordner. 7 Apps. Safari. Dokumente Ordner. Und 4 Dokumente Ordner. In diesen Ordner habe ich einige Apps von Fabersoft installiert. Da gehen wir rein. Das heißt, wenn Folio ich das Cloud fokussiert aktivieren will, dann doppeltippe ich irgendwo auf dem Bildschirm und somit aktiviere ich das. Und da haben wir die Ego Suite. Ego Suite. Gehen wir rein. Ego Suite. Fabersoft Ego Suite. Einstellungen. Sehen Sie Taste. Meine Ordner. Da ist unter anderem. Vortragsunterlagen. Verändert 25.01.2012. 17. 30%. Da kann ich reingehen. Favorit. Kontaktordner. Verändert 18.01. Aha, der ist nicht rein. Kontaktordner. Ich da Vortragsunterlagen. Vortragsunterlagen. Aber. Mit der tieferen Stimme hört man immer dann Titel von dem Fenster, dass man sich orientieren kann. Ich habe die ganzen Geräusche auch abgeschaltet. Vielleicht schalte ich es Ton an. Das ist dann nämlich, wenn ich nach rechts, links wische. Vortragsunterlagen. Dann hört man auch diese Aria-Folien, PDF. Über diese Schnittstelle hört man diese lustigen Geräusche nicht, aber die sind sehr, sehr hilfreich. Und da habe ich meine Dokumente, die ich da zum Herzeigen eigentlich. BFWD-Techniken, PDF 1.55 MB. Das sind die Folien über Barrierefreiheit, Richtlinien, Techniken. BFWD-Richtlinien, Folien, PDF. Probieren wir mal in Richtlinien reinzukommen. PDF. Vortragsunterlagen, Zurücktaste. Jetzt könnte ich mir das vorlesen lassen. Richtlinien und Gesetze für barrierefreies Webdesign. Autor Mario Batosik. E-Mail mario.batosik@jq.at. Da war ich noch an der JKU. Ja, und so weiter. Vielleicht zeige ich kurz, wie man dazu. Richtlinien und Gesetze für erstellen. Taste. Anmerkung schreiben kann. Laden. Da habe ich schon zwei Anmerkungen, die recht viel sagen sind. Aktualisieren. So, das sehe ich aber gar nicht jetzt. Erste Anmerkung. Ah, Batosik. Die erste Anmerkung gibt es da. Aktualisieren. Taste. Erste Anmerkung. Eine zweite Anmerkung. Ah ja, die zweite Anmerkung. Mark. Ja. 03.02.2012. Und das Geniale von 10, diesem Gerät ist es auch, dass wenn Sie stolzer Besitzer eines Braille-Displays sind, das in der riesigen Liste der unterstützten Geräte ist, dann können Sie einfach mit einem einfachen Klick dieses Gerät mit Bluetooth verbinden und Sie können schon damit arbeiten. Eine zweite Anmerkung, da sehe ich jetzt. Jetzt berühre ich iPhone nicht mehr. Ich kann alles jetzt über mein Braille-Display machen. Eingabe, Ausgabe, ich kann lesen. Zum Beispiel kann ich sagen, hinzufügen. Anmerkungen, abbrechen, speichern, Textfeld. Textfeld anklicken, Textfeld. Und schon kann ich schreiben. Bearbeiten. Ja. Und schon fertig. Speichern, abbrechen, speichern, zack. Anmerkungen,
Eine zweite Anmerkung. So einfach und leicht funktioniert Batusi, das Ganze. Mario, Mark, 03.02. Stopp. Ja, danke. Eine Frage noch zum Entwicklungsprozess. Wenn jetzt die Software barrierefrei ist, ist man dann praktisch fertig mit dem Thema und kann man das abhaken. Schön wäre es. So eine Gegenfrage, gibt es überhaupt eine fertige Software? Kein Kommentar. Das genau dasselbe gilt für Barrierefreiheit. Barrierefreiheit, Benutzerfreundlichkeit, das sind eigentlich Features der Software, die muss man mitentwickeln. Es gibt kein Ende. Man kann es immer besser machen oder ganz schlecht.